So, wir sind zurück und wir haben ja. Warte, wie komme ich da nochmal ran? Ich glaube eh nur so. Ziegelschuss sieht noch frisch aus, es muss noch jemand auf dem Berg sein. Die Bedeutung ist unklar. Zudem ein Glückstotem. Das okay. Gut, und da geht's zur Hütte. Aber sie geht ziemlich langsam. Es ist kalt und ich möchte zur Hütte. Ah, als Josh Hütte gesagt hat, dachte ich schon an weiße Haut. Bis du die Lincoln Street siehst. Oh, hast du vor, mir den kleinen Präsidenten zu zeigen? Bist du auf einen Flug mit der Air Force One? Okay, okay. Spaß dir für die Wahlkampfrede, bitte. Oh, ein Teleskop. Ein Blick auf die Bäume, ein Blick auf die Wolken, ein Blick auf die Hütte. Oh. Wow. Alles klar? Ich habe jemanden bei der Hütte gesehen. Okay. Lass mal sehen. Hey, Jess? Mhm? Bleib dich bei mir, okay? Was ist los? Ach, am Brett steht, dass sich hier oben manchmal Braunbären rumtreiben. Oh, Michael, ich habe eine mega Idee. Oh ja. Los, wir streichen einen Bären. Komm schon, bitte. Komm schon. Lassen. Was soll das mal gekommen, oder? Bären streicheln. So. Ich kenne mich jetzt nicht aus, von wo ich gekommen bin und von wo nicht. Ich bin gerade ein bisschen von diesen Typen gefesselt. Außerdem ist es schon ziemlich spät. Puh. Gott sei Dank habe ich den hier schon gesehen, weil da wusste ich den Kompass. Verdammte Ratten mit Flügeln! Oh, armer Mikey. Hat der kleine Piepmatz dir so einen schlimmen Schreck eingejagt? Die Viecher sind krank! Und sicher ansteckend und so ein Scheiß! Über den Fluss. Verdammt, Josh. Hättest du nicht wenigstens den Weg freiräumen können, bevor du uns hier raufschickst? Ach, echt jetzt? Was? Hätte nicht gedacht, dass bei dir das Glas immer halb leer ist. Hast du eine bessere Idee? Mach Platz, du deprimierst mich. Oh, buh! Angeberin. Hey, Mike. Du hast da was im Gesicht. Ah,
Okay, okay. Wenn es das ist, was du willst. Nein, oder? Jess! Na, kommt's. Sammy! Was? Kannst du mir helfen, das Feuer anzukriegen? Tja, ich wollte gerade in die Wanne. Oh! Oh, kann ich dir dabei irgendwie behilflich sein? Okay, George, dann zeig mal, ob du in deiner schicken Lodge auch das Warmwasser anstellen kannst. Gut. Gut, gehen wir mal drüber. Und da leuchtet uns schon was ins Gesicht. Das sind Hennas Sachen. Oh, das ist Hennas Zimmer. Tattoo-Karte. Gut, gehen wir mal lieber hier raus. Okay, Mr. Mulder, wisst ihr was? Ich weiß da was für euch zwei. Was? Okay, na, ich bin ziemlich sicher, irgendwo in dieser Irrenbude hatten wir mal ein Hexenbrett. Ein was? Wow, du hast ein Hexenbrett. Ja, ganz toll, oder? Die Dinger sind ein Witz, Mann. Totale Verarsche. Quatsch nicht, Bro. Wir haben das früher ständig gemacht. Ich und... Ja. Hey, Josh, kein heißes Wasser ist irgendwie mieser Service, findest du nicht? Ja, man muss nur... den Boiler anschmeißen. Er ist im Keller. Okay, ihr zwei, schaut doch bitte mal nach dem Hexenbrett. Chris, na los. Suchen wir es. Das wird wie eine Schnitzeljagd. Okay. Dann los. Cool. Ihr werdet es nicht bereuen. Na, Lust mich zu begleiten. Okay. Ich dachte, ich habe da hinten was gesehen, oben. Zusammen losgeschickt hab? Naja, ich dachte mir, die zwei sollten mal allein sein. Die sind wirklich süß zusammen. Ich wünschte, sie würden endlich mal weitermachen. Im Ernst, die brauchen nur ein... irgendwas, das sie zusammen...
dem Tempo sind sie im Altersheim, bevor Chris mal in die Gänge kommt. Ein Foto. Schönes kleines Familienfoto. Schau mir die Fotos an, das sieht aus wie New York. Was gibt's da noch? Hier nichts. Weißt du, Sam? Ja, Josh. Ich wollte nur sagen. Was? Es bedeutet mir wirklich viel, dass alle dieses Jahr wieder hier sind. Dass du da bist, Sam. Ehrlich gesagt, es ist auf jeden Fall komisch, wieder hier zu sein, aber ich glaube, es wird uns helfen, alles hinter uns zu lassen. Ich will, dass wir alle Spaß haben, weißt du? Geh schön langsam. Ich glaube, Treppen laufen kann ich schon ganz allein. So. Sorry, dass ich dich hier runterschleppe. Besorg mir einfach heißes Wasser und mir geht's super gut. Ich meine, ich würde nicht wollen, dass du allein hier runtergehst. Weißt du? Es ist definitiv gruselig hier unten. Ja? Hier will man nicht unbedingt allein sein. Bestimmt schwierig, so ein Baseballspiel draußen im Schnee. Nein, das war doch nicht im Winter, Dummy. Ich meine, wir kamen immer im Sommer her und hatten so viel Spaß. Die ganze Familie war da. Mom, Dad, meine Schwestern. Da war immer jede Menge los da draußen auf der großen Wiese. Ach, egal. Das Leben geht weiter. Neue Realität. Vergiss es. Ich wollte diesen alten Kasten reparieren, stimmt's? Ja, wenn er fragt, was das so knackst nebenbei, also ich esse eine Melone. Ich habe noch nichts gegessen, es ist schon spät und dass ich mich ein bisschen fit halte, esse ich zwischen eine Melone. Was war das? Was war was? Hey, leuchte hier hin, damit ich sehe, was ich tue. Hey, halt mal die Lampe still, damit ich was sehe, okay? Aber da war was. Sam, bitte. Ups, sorry Leute. Wir müssen den Wasserdruck erhöhen, bevor wir den Boiler in Gang bringen. Hört sich kompliziert an. Nein, ist eigentlich ziemlich simpel. Das passt doch super. Sorry. Okay. High five. Ich sage, ich bin in sowas nicht gut.
könnte alles Mögliche sein. Jedenfalls nichts Schönes. Hey, lass das. Ach Quatsch. Ich verarsch dich nur. Oh, du warst wirklich in Panik. Wahrscheinlich nie. Überhaupt nichts. Dann halt du doch die Stellung und ich schaue nach. Okay, easy Wünsch. Oh, das ist der Typ. Wie heißt der? Chris. Damit keiner hier reinkommt! Hey! Was? Hey! Was zum Teufel? Ich hab dich erwischt! Was? Schönes Ding, der war gut. Was sollte das denn? Hier liegt überall dieser coole alte Filmkrempel rum. Hätte ich mir die Gelegenheit etwa entgehen lassen sollen? Ist das dein Ernst? Wusstest du etwa Bescheid? Nein, das hätte ich aber gern. Das war so gut. So, dass dein dummer kleiner Streich möglicherweise ein bisschen lustig war. Jokemeister! Hey, ich sagte nichts von Witzen. Ich sagte Streich, der dumm war. Oh, scheiße, du hattest Angst. Gib's zu. Hatte ich nicht! Komm, du hast dir echt in die Hose Josh. Gemacht. Was in aller Welt hast du da an? Ich hab zu Gott gefunden. Bitte sag mir, dass du das Schweigegelübde ablegst. Okay. Hast du wenigstens dieses Dings? Moin! Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Wisst ihr was? Also, nein. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel, okay? Viel Spaß noch! Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Okay. Der Typ ist auch so widerlich. Schaut euch das an. Widmen wir uns deinen Gefühlen gegenüber Menschen mit Angst vorm Versagen. Die sich sorgen, was andere über sie denken. Hast du auch diese Furcht? Es liegt alles davon, dem ich gesagt habe, dass ich habe Angst. Und welches Gefühl hast du für Menschen, die sich fürchten? Ich habe Mitleid. Verstehe. Also Chris hat Angst vom Versagen. Hast du Mitleid mit ihm? Ja. Das zeigt sich aber nicht in der Art, wie du dein Spiel spielst, nicht wahr? Oh ja. Ich werde aus den Typen nicht schlau. Und jetzt...
Nehmen wir mal deine Gefühle gegenüber anderen Menschen unter die Lupe. Was du wertschätzt, was du respektierst bei dir und anderen. Okay. Was würdest du sagen, ist bei einer Person wichtiger? Loyalität oder Ehrlichkeit? Ehrlichkeit. Also, du sagst die Wahrheit. Auch wenn das unangenehme Folgen haben würde für einen Freund. Und was ist mit Ehrlichkeit und Nächstenliebe? Solch ein großzügiger Charakter. Wieder mal ist uns die Zeit ausgegangen. Wir sehen uns bald wieder. Hoffe nicht. Ich möchte gerne wissen, was er. Es war nur ein Spaß, Ham. Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Ich weiß, wir machen. Wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Oh, Schmetterlingseffekt. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenschutz... Hört auf! Mike, sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, ja, okay. Hast du das gehört? Was in aller Welt hast du da an? Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Wenn es das ist, was du willst. Jess? Jess! Also, hier steht drin, zum Kommunizieren mit der Geisterwelt müssen sie ihren Verstand befreien, von allen Vorurteilen lösen, alle Hemmungen fallen lassen, sich insgesamt rückhaltlos öffnen für den Willen der anderen und alles unterordnen unter die Wünsche des Geistmeisters. Das bin ich. Das steht da nicht drin. Und alle Beteiligten werden sich nach meinem Ermessen völlig entkleiden. Chris, komm schon, jetzt sei mal ernst. Oh, ich bin todernst. Ach, sei still. Probieren wir es aus. Ja, bitte. Mal sehen, was passiert. Ashley, du als gerade Bekehrte, du solltest heute unser Medium sein. Na gut. Das werden wir in der nächsten Folge versuchen. Bis dorthin, haut rein, ciao, und die Wassermelone ist nächstes Mal auch nicht mehr dabei. Ciao.